Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie schon in den verschiedenen Zeitungen angekündigt, findet heute die erste Ziehung vom GoProfit Supertreffer statt. Halten Sie also Ihre Profitkarte parat, Sie wissen, es gibt einen VW Polo zu gewinnen. Zuerst aber noch ein bisschen Informationen zum Sponsor von diesem tollen Preis, dem Tilsiter Switzerland. Die Heimat vom Schweizer Tilsiter liegt zwischen dem Bodensee und Zürichsee in den Kantonen Thurgau und St. Gallen und dem Zürich Oberland. 1892 haben zwei Schweizer da zum ersten Mal Tilsiter hergestellt. Heute ist die ursprünglich aus dem ostpreußischen Tilsit stammende Spezialität eine der beliebtesten Käsesorten der Schweiz. Rund 70 Käsereien produzieren 7000 Tonnen Tilsiter im Jahr und verarbeiten dafür 75 Millionen Liter Milch. Und das sind die Produzentinnen vom wertvollen Rohstoff Milch für den Tilsiter. Saftige, gesunde Wiesen und die artgerechte Haltung auf den ökologischen Höfen machen den Kühen ihre Aufgabe leicht. Die meisten Tilsiter Käsereien in der Schweiz sind auch heute noch Familienbetriebe. Sie legen Wert auf eine traditionelle Herstellung mit viel Liebe und Sorgfalt, auch wenn die moderne Technik einiges ein bisschen leichter macht. Für einen Tilsiter von 4 bis 4,5 Kilo braucht es übrigens 45 Liter Milch. Aus 1000 Liter Milch entstehen also 22 Laib Käse. Oder nochmal anders gerechnet, für eine Tagesproduktion braucht der Käse da rund 5'500 Liter Milch. Nach dem Salzbad verbringen die frischen Tilsiterleib die nächsten 4 bis 8 Wochen bei einer idealen Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Reifenkeller. Dort werden sie gehegt und gepflegt, degustiert und kontrolliert. Und wenn Sie alle Tests bestanden haben, kommen Sie als Tilsiter Switzerland in unsere Läden. Der kräftige Rohmilch mit der roten und der mildere Past mit der grünen und der Rahm-Tilsiter mit der gelben Etikette. Wir kommen jetzt aber zum GoProfit Superspiel. In der neuen Coop-Zeitung haben Sie schon lesen, ob Ihnen die Nummern auf der GoProfit-Karte Glück gebracht hat und Sie bei der Ziehung Warengutschein im Gesamtwert von 20'000 Franken gewonnen haben. Offeriert worden sind die Preise von folgenden Marken. Emmy Milkis, das Milchdessert mit Schoko und Haselnuss. Ricola Green Mint, das Kräuterbonbon mit Grüntee. Mövenpick La Crema, Premium Glace, cremig umhüllt. Café Lussardi, exklusive italienische Kaffeegenuss. Und das Coop Zopfmehl für köstliche Sonntagsgebäck. Herzliche Gratulation allen Gewinnerinnen und Gewinner. Die Einkaufsgutscheine werden Ihnen in den nächsten Tagen zugeschickt. Jetzt aber zum Höhepunkt, zum GoProfit Supertreffer. Da ist er, der VW Polo Variant 75 Comfort im Wert von 22'040 Franken. Offeriert von Tilsiter Switzerland. Vor wenigen Augenblicken hat der Profitomat den Gewinner erkoren. Und wir schauen jetzt, wer das ist. Ich hoffe, Sie haben alle Ihre GoProfit-Karten parat. Das Spiel läuft. Die Gewinnzahl lautet 1, 6, 0, 0, 0, 4, 8, 6, 3, 3. Bravo, herzliche Gratulation. Sie haben den GoProfit-Supertreffer, den VW Polo Variant 75 Comfort gewonnen. Eine schriftliche Bestätigung werden wir Ihnen noch zustellen. Jetzt aber zu etwas ganz anderem. Ein Rezept mit dem Armin Amrain. Und zwar gibt es das mal ein Bullebrüschli mit einer Mozzarella-Füllung im Landrauchschinken. Grüezi miteinander. Pro Person ein grosses, frisches Bullebrüschli zu einer Tasche aufschneiden. Dann innen und außen mit Pfeffer, Paprika, Koriander und Salz würzen. Für die Füllung den Mozzarella mit der Röstiraffe reiben. Trocknen die Tomaten gut abtropfen und hacken. Landrauchschinken in Streifen schneiden. Mit gepresstem Knoblauch, Oregano, Pfeffer, Paprika und Salz würzen und alles gut vermischen. Dann die Füllung in die Bullebrüste verteilen und mit Zahnstocher verschließen. Jedes Bullebrüste mit 2 bis 3 Tranchen Rohschinken umwickeln und auf beiden Seiten ca. 10 Minuten braten. Wenn es soweit ist, davon mit Weisswein auflösen. Lassen einkochen und über das Bulle verteilen und mit einem Safran-Risotto nach dem Rezept aus der Coop-Zeitung anrichten. Ich bin überzeugt, dass auch Ihnen das Gericht gefallen wird und wünsche jetzt schon viel Vergnügen beim Ausprobieren. Vom 10. Juni bis am 12. Juli findet ja bekanntlich in Paris die Fußball-WM 98 statt. Leider ohne unsere Mannschaft. Im Coop-Restaurant hingegen haben Sie selber einen Freistoss zu gut. Und es winken Gewinnchancen, wenn Sie sich vor oder nach dem Posten mit einem Coca-Cola Big Drink erfrischen.
zahlreiche Sofortpreise und diverse Eintrittsbillette an das Viertelfinalspiel inklusive Flugticket warten dort auf ihre Gewinnerinnen und Gewinner. Alles kann man diese Woche nicht gewinnen bei uns, aber ein paar günstige Aktionsangebote haben wir natürlich wie immer. Süße Eperi aus Italien kostet 2,20 und Mozzarella im Triopack kommen sie für 4,80 über. Mit der Coop-Profit-Karte gibt es ein Coop Naturaplan Bauernbrot für 2 Franken. Und Coop Naturaplan Bio-Bündner Bergkäse für 4,10. Sie wissen ja, Coop-Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Einen Ausflug ins Tilsiterland haben wir Ihnen heute unter anderem können offerieren und die erste Ziehung vom Coop-Profit Supertreffer. Am nächsten Mittwoch geht es dann um die Neuentdeckung von einem antiken Brot. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.